Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zum mittlerweile 13. Flottendreier. Die Reihe, in der ich euch drei günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände vorstelle. Viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, der heutige Flottendreier steht ein wenig unter dem Motto günstig improvisiert. Und deshalb beginnen wir mit einem Ausrüstungsgegenstand, den der ein oder andere von euch sicher gut als Anfänger gebrauchen kann. Alle Links zu den Ausrüstungsgegenständen findet ihr natürlich in der Beschreibung dieses Videos, sowie weitere Links zu ähnlichen Gegenständen. Die Lidl Klappsäge für 3 Euro. Leider muss ich euch sagen, dass sie online bereits ausverkauft ist. Vielleicht habt ihr in eurem Markt vor Ort ja noch Glück. Die Säge hat eine Größe von 23 x 6 x 2,5 cm bei einem Gewicht von 222 Gramm. Das Sägeblatt ist 18 cm lang. In einem anderen Video habe ich die Klappsäge gegen andere Sägen antreten lassen. Das Video findet ihr auf dem weißen Ausrufezeichen oben rechts. Sie ist eine relativ gute Säge, die natürlich hinter den qualitativ hochwertigeren zurückbleibt. Unschlagbar ist sie allerdings im Verhältnis des Preises. Für 3 Euro bekommt man einfach nichts Besseres. Somit eine absolute Empfehlung für jeden Outdoor-Begeisterten oder jemanden, der eine Zweitsäge fürs Auto sucht. Als zweites heute stellvertretend für alle kleinen Dinge, die man zweckentfremden oder basteln kann, mein Edelstahlbecher. Diesen kennen viele von euch vom Bushcraft-Treffen, bei denen ich war. Der Milchschäumer von Ikea, den ich als einfachen Becher für Tee benutze. Ebenso gibt es von Ikea zum Beispiel auch den Stiftehalter, den man zu einem Hobo umbasteln kann, oder eine Edelstahlschüssel, die man mit Griffzange einfach als Wok benutzen kann. Edelstahl ist ein tolles Material. Es rostet fast gar nicht, ist robust, günstig und dazu auch noch langlebig. Für 5 Euro bei dem Milchschäumer kann man nichts falsch machen. Geht einfach das nächste Mal, wenn ihr bei Ikea seid, durch die Regale und schaut, wozu ihr euch inspirieren lassen könnt. Als drittes heute ein Schälmesser der Marke Frost. Für alle, die nicht wissen, wofür so ein Messer da ist, man höhlt damit Sachen aus. So macht man damit zum Beispiel Schüsseln, Becher und ähnliches. Ein kleines Projekt als Video von mir folgt dann auch demnächst. Solche Messer gibt es natürlich in verschiedenen Größen. Dieses ist 17,8 x 3 x 2 cm groß und wiegt 54,4 Gramm. Diese Dinger sind höllisch scharf und es fühlt sich toll an, mit ihnen zu arbeiten. Dies und ein Beitel sind sinnvolle Werkzeuge zum Basteln, Bushcraften und Schnitzen. Eine kleine Empfehlung für jeden Outdoor-Begeisterten, der draußen mit Holz arbeiten möchte. Ich hoffe, der 13. Flottendreier hat dir Spaß gemacht und du konntest etwas mitnehmen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Flottendreier mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.